Twitch.tv, ein Papo. Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Phasmophobia zusammen mit Gnu. Es gibt ein riesengroßes Update und vor einigen Tagen habe ich schon Teil 1 hochgeladen. Bei Gnu auf dem Kanal findet ihr natürlich auch ihre Sicht. Und heute geht es in eine zweite Folge, die ich größtenteils uncut lasse. Dazu gerne eure Meinung in die Kommentare. Findet ihr es besser, das Ganze miterleben zu können, oder ist es euch egal und ihr wollt lieber die langweiligen Parts, wo vielleicht nichts passiert, rausgecuttet haben? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst immer gerne ein Like da, ein Abonnement und Glockenaktivierung, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Wir gehen jetzt rein in die neue Map Camp Woodwind. Es ist wieder Zeit für eine weitere Folge. Ich vlogge unseren Geisterbesuch. Wir haben schon drei Aufgaben gemacht. Oh. Also, wir haben einmal verwendet das Kruzifix, um den Geist an der Jagd zu hindern. Verwendet werde Zeuge eines Geisterereignisses. Finde mit dem EMF-Messgerät Beweise. Eklig. Wo war nochmal jetzt? Ach, guck mal, ey, der Ring hat sich gerade bewegt. Ich habe keine Dings dabei, ist zum... So, gehen wir mal los. Du kannst ein bisschen Feuerzeugs Lagerfeuer anmachen, falls du magst. Nee, mach ich mal nicht. Strom ist an. Oh, es ist süß hier. Oh, vielleicht finden wir auch den verfluchten Gegenstand. Das wäre cool, ja. Vielleicht sind es Tarotkarten. Oder ein Campinggrill, der verfluchte Campinggrill. Gib uns ein Zeichen. Oh Gott, das ist ja... Wie du die Zelte aufreißt, das würdest du jemand die Klamotten vom Leib reißen. Ja, also ich bin ein wilder Typ. Gib uns ein Zeichen. Ah, hier liegen noch zwei Nackte. Wie sieht das an, als würdest du jemanden so den Tanker wegreißen? Gib uns ein Zeichen. Wallah, die haben wir gar nichts gegrillt. Oh, hier sind 4 Grad. Oh? Ist das hier sein Zelt? Jürgen, Mensch! Ich glaub noch nicht, aber hier sind schon mal 7 Grad. Schon mal, ob ich irgendwo Orbs sehe oder so. Viel angenehmer, wenn die so klein ist. Gib uns ein Zeichen. Oder lass es bleiben. Wäre für mich auch vollkommen in Ordnung. Ah, das Zelt reiße ich noch auf. I. Kann ich nicht. Oh, das kann man nicht aufmachen. Gib uns ein Zeichen. Sitzen Sie im Badezimmer? Ich will erstmal kalt duschen. Ah, ist das schön. Ja. Gib uns ein Zeichen. Ich mach mal das hier auf. Oh, er hat hier was runtergeworfen. Hier, bei mir. Er hat gerade den Baseball hier, den Football hier hingeworfen. Das heißt, er muss hier irgendwo sein. Ja. Oh ja. Ich guck mal, ob ich Orbs sehe. 11 Grad, 8 Grad. Gib uns ein Zeichen. Ich stelle die Kamera mal hier auf, I guess. Was ist denn hier irgendwo? 5 Grad? 8 Grad? Schreib ins Buch. 5 Grad. Gib uns ein Zeichen. Rose Smith, also, bist du hier? Okay, warte mal. Geh mal kurz ins Zelt nehmen. Da in das blaue Zelt rein. Ich versuche mal alleine mit dir zu sprechen. Okay. Rose Smith, bist du hier? Kann man die auch aufmachen hier? Oh, süß, die auch. Rose, gib uns ein Zeichen. Rose, schreib ins Buch. Schreib jetzt ins gottverdammte Buch, Rose. Ich hab gesagt, du sollst ins Buch schreiben! Ich glaube, die will nicht. Ist der schüchtern, der Geist? Ja, der ist schüchtern. Gib uns ein Zeichen. So, dann holen wir mal das Radio hier. Hier ist das Switcher-Brett. Machen wir da kurz ein Foto von, dann können wir ihn fragen, wo er ist. Hast du eine Kamera dabei? Nö. Okay, dann hole ich gleich mal eins. Mal gucken, ob sie hier irgendwas angefasst hat noch. Sieht nicht so aus. 4 Grad. Ja, ich hole die Kamera, die Fotokamera. Gib uns ein Zeichen. So, wie sieht unsere Sanity aus? Ist es noch gut? Fotokamera, so. Ich mache einen Kruzifix mit. Jetzt? Nee. EMF5. Okay. EMF5. Hier war das. Ganz wichtig, du musst immer Goodbye sagen, bevor du gehst, sonst huntet der direkt. Hallo. Oh. Also so vielleicht nicht. How old are you? Wie alt bist du?
6. 68. Bist du böse? Bist du böse? Er spielt Basketball. Goodbye. Gut, das musst du immer sagen. Ich hole noch mal ein paar andere Sachen. EMF haben wir. Ja. Oh, warte mal, hier liegt ein Schädel. Oh, den habe ich aufgesammelt. Hätte ich ein Foto davon machen sollen. Rose, bist du hier? Rose, sag was. Liegt das Buch schon dort? Ja. Rose, bist du hier? Ich schmeiß dich kurz einen Kurzi hin und die Dots. Sie hat hier noch was umgeworfen. Rose, bist du hier? Willst du, dass wir gehen? Okay, dann würde ich sagen... Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Die Videokamera, hast du die? Nee. Die habe ich hingestellt. Die steht hier. Okay. Also, Radius auf jeden Fall nicht. Warte mal. Oh, die hat den Herd angemacht. Ja, genau. Die Geisterbox? Die habe ich hier auf den Tisch gelegt, aber die hat nicht darauf reagiert, gar nicht. Ich habe hier weil die ganze Zeit gefragt. Manchmal reden die immer nur mit einer gewissen Person. Ach so, wo ja, dann hier, bei mir. Neben dem Buch. Bist du hier? Ich geh mal weg, ne? Sollen wir gehen? Okay. Ich sollte eine Sanity-Pille nehmen, I guess. Okay, das war nur ein Event, oh mein Gott. Oh, es war auf 10 gewesen, kurz. Okay, was haben wir denn noch? Temperatur. Haben wir Temperatur schon gemessen? Haben wir Temperatur okay. Schon gemessen? Ja, kannst du nochmal nachmessen. Du meinst gerade irgendwas mit dem Buch? Hat sie was gemacht, oder? Also, Buch war es nicht, aber... beziehungsweise Gefrier war es nicht. Oh. Handelt die, oder warum ist das so bei dir? Ja, sie hat gehandelt. Oh, ich weiß nicht, ob ich ein Foto... Habe ich ein Foto geschafft? Foto ist gar nicht die Aufgabe gewesen, aber meint, gut. Irgendwie ist die Kamera nicht an, kann es sein, oder wo ist die? Ich habe die jetzt mittlerweile wieder in der Hand. Ich wollte die woanders hinstellen. Achso, die würde ich mal kurz reinstellen zu dem Dots vielleicht. Okay, dann werfe ich sie dir hin. Und. So. Okay, ich mach das schon. Oh, warte mal, du hast ja Atem gerade da gelassen. Ich glaube, ist es gefriert. Ja, minus 1,6. Ja, minus 1,6. Nice. Okay, Gin, Shade, Oni oder die Zwillinge. Dann lass mal reinglupschen. Oh, fuck. Oh ja, das ist ein kleines Kind. Wie sie dahergerannt kommt. Ich habe ihr ein Kruzifix ins Gesicht geschmissen. Geil. Also wir haben EMF, wir haben Gefriertemperatur. Oh. Genau, Gin. Ein Gin wäre Fingerabdrücke. Was war es noch? Oni? Oni und Shade. Oni wäre Dots. Mhm. Und Shade? Shade wäre Geisterbuch und Zwillinge wären Geisterbox. Geisterbox ist sehr unwahrscheinlich, aber ich... Ja, deswegen gucken wir mal, was die Dots sagen. So, was mal Dots sagen. Soll ich mal hingehen und sie triggern? Ich glaube, Dots muss man einfach nur warten. Aber wir haben ja sonst noch Fingerabdrücke und Rose. Vielleicht mal gucken. Rose. Bist du im Haus, Rose? Bist du hier? Komm her zu Daddy. Hol dir dein Stück Kuchen. Nee, im Buch steht nichts. Und Fingerabdrückchen? Bist du hier, Rose? Sonst kannst du mal gucken, ist er da hinten gespawnt. Vielleicht einmal um das Feuer rumgehen und gucken.
So, wir machen es mal ein bisschen gemütlich hier, okay? Ah, das sehe ich jetzt mit Fingerabdrücken nicht mehr so gut, ne? Oh, stimmt. Wir haben übrigens auch noch nicht den... Ach doch, der verfluchte Gegenstand war ja hier, ne? Ja. Haben wir auch schon. Ja, stimmt, Fingerabdrücke. Kann ich das auch wieder ausmachen? Warte mal, ich versuche mal... Ich versuche sie mal zum Handeln zu bringen. Rose, bist du hier? Yes. Sollen wir gehen? Möchtest du, dass wir gehen? Dran, du musst Goodbye sagen, ne? Nee, das mache ich nicht. Bist du hier? Jetzt hast du Goodbye gesagt. Wie alt bist du? Bist du lieb oder böse? Ah! Ah! Oh, er war mein Dots, er war in Dots zu sehen. Auf jeden Fall hier. Die ist definitiv hier, ja. Also Dots, oder? Das war unschwer zu erkennen. Waren es Dots? Weiß ich nicht, ich habe sie hier komplett durchlaufen sehen, hier so. Ja, das habe ich auch gesehen, es waren aber keine Dots. Dots sieht man eigentlich nur über die Kamera. Ich frage mich halt, kannst du mal mit deinem Feuerzeug versuchen, das Feuer auszumachen? Ich habe kein Feuerzeug. Ach, scheiße. Soll ich mir eins nehmen? Ja, probier mal, ob das geht. Also, rein logischerweise würde das nicht gehen, aber ich guck mal. Ich stehe dein Arm mit dem Feuerzeug so im Schatten, wie witzig. Ich würde mir jetzt ein paar Marshmallows knuspern. Okay, approved. Bro. Sie huntet. Ich werf sie wieder mit dem Kreuz ab. Lauf! Warum ist sie so schnell? So, nun gut. Ein weiterer Tod auf meinem Konto. Ach Mensch, das ist jetzt aber nicht so schön. Mann. Ja. Hab gar keine Sanity mehr. Geisterbuch, was könnte sein, ne? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Ich guck mal, ob sie das Buch geschrieben hat, vielleicht. Sollst du nicht überleben. Nee. Sie schmeißt aber super viel rum. Wo ist er denn gestorben? Na mal, lass mich mal gucken. Geister. Oh. Oni. Menschen in der Nähe sind, werden Oni deutlich aktiver und zehren so am Geistzustand aller um sie herum. Ich glaube, es ist ein Oni. Ich gucke, ob ich dieses dumme Feuer wieder ausbricht. Das war natürlich nicht gewollt. Also verschwinden weniger häufig. Sehr störend. Opfer peinlich zu versetzen, bevor sie angreifen. Sie werden häufig in ihrer körperlichen Form gesichtet, wenn sie in der Revier verteidigen. Verdammt. Oni würde schon sehr gut passen. Ja, eigentlich müssten es dann Dots oder Buch sein, aber Buch ist ja auch nicht oder Shade. Ne? Fingerabdrücke ist halt auch... Wo soll sie die Fingerabdrücke Shade machen? Shade ist nicht schüchtern. Der hat so viel gemacht, das ist safe nicht schüchtern. Oh, hier hinten schmeißt wieder was rum. Beweise. Was haben wir noch? Gin. Vielleicht nehme ich mal das EMF mit. Jin. Ein Jin ist ein Territorier, der bei Bedrängnis angreift. Er ist ebenfalls bekannt dafür, sich mit hoher Geschwindigkeit zu bewegen. Oh, der war schnell. Ein Jin bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Schwächen dem Ort seiner Stromquelle zu entziehen, hindert den Jin am Nutzen seiner Fähigkeit. Okay, Jin oder Oni. Somebody touch my spaghetti. Und einen Angriff auf seine Beute starten. Das ist schlauer, den auszumachen. Oh, das Feuer ist aus, sehr gut. Zwillinge reagieren oft gleichzeitig mit der Umgebung. Nee, Zwillinge nicht. Also ich würde Oni oder Jin sagen. Gib uns ein Zeichen, schreib in das Buch. Oni oder Jin. Oh, das ist unangenehm. Was wäre denn bei Jin noch? Gib uns ein Zeichen. Fingerabdrücke. Ich glaube, es ist ein Oni, wenn ich ehrlich bin. Was war denn das? Gib uns ein Zeichen.
Gib uns ein Zeichen. Vielleicht legt das Buch mal unter das Zelt. Da vorne war sie halt auch am Herd dran, ne? Schreib ihr das Buch. Ja, der Geist ist halt sehr aktiv gewesen, deswegen würde ich sagen Oni. Ich glaube, ich gehe auf Oni. Hier passiert halt auch gar nichts. Gib uns ein Zeichen. Ich mach das mal so. Wie bei könnte auch ein Mimic sein, true. Gib uns ein Zeichen. Es könnte auch ein Mimic sein, ihr habt recht. Der Busch hat sich gerade bewegt. Gib uns ein Zeichen. Ist ein schwer fassbarer, mysteriöser nachahmer Geist, der Eigenschaften verhaltensweise anderer Geister einschließlich anderer Geistertypen widerspiegelt. Wir wissen nicht, wozu dieser Geist fähig ist. Sei vorsichtig. Nicht, in mehreren Berichten wurden Geister-Orbs in ihrer Nähe gesehen. Okay, das ist doch, dann hatte ich recht mit Oni. Es waren Dots. Okay. Schon gesagt, ne? GG, dann haben wir den Geist. Es war ein Dopp. Es ist ein Oni. Es ist ein Oni. Das weiß ich schon lange, so. Knuschen. Meine Allergietes, ich weiß das doch schon. Haben wir schon mehrere Kruzifixes dort im Start? Reagiert auf einzelne Personen. Dieses Uja-Board lässt uns mit dem Geist sprechen, endlich der Beweis für einen Geist. Süß, jetzt stehen da auch die Sachen dran, ne? Das ist süß. Okay. Es ist ein Oni, ich würde jetzt fahren. Yes. Optimal. Also, das nächste Ziel sollte sein, dass Papo definitiv überlebt. Haben wir den richtigen Geist bekommen? Für den richtigen Geist zu brauchst, ja. Haben wir bekommen. Bringe einen Geist dazu, eine Kerze auszublasen, zeichne ein paranormales Geräusch mit dem Parabolmikro auf, haben wir nicht. Verwende das Kruzifix, um den Geist auf deine Jagd zu hindern. Wir haben ein Parabolmikrofon, doch. Echt? Ah, nice, das können wir dann machen, cool. So, der, wir sind nicht sicher, auf was er reagiert. Okay, wahrscheinlich Einzelperson, so wie immer. Der Name des Geistes ist Alex Carey. Boah, der mag auf jeden Fall Sterne gucken. Sternenhimmel. Okay. Guck kurz im Keller wegen der Heizung. Ja. Oh, hier ist was. Warte mal, was ist denn das hier? Kong. Ah, nee, ist einfach nur. Hä, was ist denn das? Weiß ich nicht. Du hast Ausschlag, ne? F5. Oh, lol. Eben okay. F5. Kong heißt es. Hä, was ist denn das? Wurde das gerade hingeschmissen? Nee, das lag da schon, als ich reingekommen bin. Ich weiß nicht. Okay. Eben F5, der ist hier. Ich hole kurz trotzdem manchmal Strom an. Das ist Katzenspielzeug. So. Wo muss der noch so finden. Strom ist an. Dann gehe ich erstmal am PC und stream eine Runde. Und denk dran, das Profi, wir müssen öfter mal raus. Mhm. Alles klar. Wie sich so verhält? 6 Grad. 11. 9. Gib uns ein Zeichen. Mach mal irgendwas. Es ist 12 Uhr. Karo-Karten, die können wir am Ende ein bisschen ausprobieren. Oh, sind da welche? Du hast Tarotkarten gefunden? Okay. Das ist ein bisschen kleiner, ne? Und das Geräusch müssen wir noch machen. Achso, ich. Du kannst das Geräusch sonst holen, dass dieser ja. Kleine. Meinst du das? Ich hol gleich mal das kleine Geräusch. Hörst du mich gerade, ja, oder? Ja. Warte mal, er hat Wasser angemacht, oder? Ist er dann hier drin? Oh, der ist hier drin. Schreib ihr das Buch, der ist hier drin. Bist du hier? Oh ja, minus. Wir haben Gefrier. Okay. Gefrier. So, dann zeichnen wir mal auf, was er gesagt hat. Bist du hier? Wo sind wir im Parabol? Hallo. Bist du hier? Alex. Gib uns ein Zeichen. Okay, das war ein Zeichen genug. Hast du das Parabol? Ja.
Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert mit dem Parabol. Den gerade gehört. Okay. So, ich guck mal, dass ich noch irgendwas Sinnvolles mitnehme. Ein Kruzifix oder so. Weiß nicht, was noch die Aufgaben sind. Gab es Orbs? Gute Frage. Ich gehe mal gucken. Ich gucke mal durch ihre... Ich schaue mal durch deine Kopfkamera wegen Orbs. Soweit nichts. Was macht sie denn da? Sie rennt so komisch rum. Alles okay bei dir? Ja, ich habe gerade ein bisschen Schiss, weil ich habe ja vergessen, es ist ja Profi. Wir müssen gleich mal Sanities nehmen. Okay. True. Ja, können wir jeder einmal nehmen. Parabol hat funktioniert. Ich habe das Geräusch nämlich wahrgenommen. Okay, nice. Jetzt müssen wir ein Kerzchen noch machen. Das mache ich kurz. Kerzchen. Ich nehme ein Kruzifix mit. Und ich gucke nach Fingerabdrücken. Yeah. Manchmal mache ich auch hier Ferninformationen an, obwohl wir hier nebeneinander stehen. Ferninformationen, genau. Fernkommunikation, wie nennt sich das Ding? Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Er hat die Tür vorhin aufgemacht, deswegen... Hat sich mal wieder geistierisch einen in die Kloschüssel donnert. Ja, ich glaube auch. Also Fingerabdrücke sind hier keine. So. Der ist schon noch hier drin, oder? Gute Frage. Hier Atem, der hat den Raum gewechselt, der Sack. Oh, hier hinten, hier hinten. Aber keine Fingerabdrücke soweit, außer das von innen. Nee, auch nicht. Verdammt, meine Lampe. Bist du hier? Wann ist er jetzt hier drin, oder wie? 5 Grad? 19. Jetzt hat er die Kerze ausgepustet. Ah, perfekt. Dann ist er jetzt hier. Ist halt ein bisschen blöd, weil wir müssen ihn noch ins Buch schreiben lassen. Ja, dann hole ich mal das Buch und leg es dazwischen hin. Ja, vielleicht hier irgendwo, weil hier haben wir 6 Grad. Hier so in die Mitte einfach? Strom noch? Ja, geht der Strom noch? Ja, okay. Schreib ins Buch. Drin, ne? Frei? Nee, schreib nicht ins Buch. Wir können auch den verfluchten Gegenstand noch suchen. Die Tarotkarte hast du schon gefunden, meintest du, oder nicht? Ach, stimmt, stimmt, stimmt. Aber wir brauchen noch einen letzten Hinweis. Was haben wir denn bis jetzt alles? Wir haben 2, EMF und Gefriertemperaturen. Oh. Lass mal gucken, was sein kann. Also Fingerabdrücke bin ich mir sicher, dass es nicht ist. Feld ohne Zwillinge, gleich wie vorhin. Dann holen wir mal Kamera und Dots. Okay. Ja, Dots ist guter Call. Voll der Scheiß. GG! Dots! Ich nehme noch das hier mit. Und... ein bisschen Salz. Nee, das reicht schon. So, einen Bewegungsmelder können wir auch einmal anbringen. Da läuft der immer hin und her, dann haben wir einen besseren Überblick, wo er gerade ist. Er hat schon wieder das Dings angemacht, ne? Ja. Ich mach den Bewegungsmelder mal hier hin. Ich kann halt gar nicht sagen, wo der ist, ne? Ist der jetzt im Bad oder? Ne, der bewegt sich. Nicht. Aber der ist ja eher schüchtern, oder? Aber hier ist ja jetzt wieder Gefriertemperatur hier draußen, wo du warst, ne? Ja. Der ist aber eher schüchtern, also er macht nicht so super viel. Also ich werde gerade auf einen Shade tippen. Ich habe vorhin nämlich durchgelesen zu den... Zwillinge, gell? Weil Zwillinge machen ja immer in verschiedenen Räumen was. True, das kann natürlich auch sein. Ich guck mal kurz, ob wir irgendwie Dots oder so... Er ist gerade durch den Bewegungsmelder durchgegangen. Fingerabdrücke gab es keine. Alex, bist du hier? Alex, bist du hier? Alex Carey. Du solltest Sanity-Pillen nehmen. Der Hand ist sonst gleich. Ich komm raus.
Also er bewegt sich die ganze Zeit durch den Sensor durch. Er ist schon da so in der Mitte. Ja. Oh ja, ich glaube, er hat einen Dots gerade, oder? Ich glaube, das waren gerade Dots. Das waren gerade Dots. Ich habe es leider nicht gesehen. Deswegen kann ich nicht sagen. Wenn den Kruzifix. Es liegt ja auch dort drin, ne? Oh ja, ja, es war Dots. Es waren ganz sicher Dots. Ganz sicher. Geil. Ganz sicher. Dann ist wieder ein. Kruzifix kannst du da direkt mal reinschmieren, weil vielleicht haben wir Glück und er rennt da dann durch oder will, ja, will hunten. Dann halten wir ihn nämlich auf. Aber wieder ein Oni. Okay, ja, dann gehe ich mal ganz kurz. Vielleicht sterbe ich diesmal auch nicht. Nimm Sanity. Oh ja, 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 ja. Ich wollte gerade sagen, Moment, ich habe eine Sache vergessen. Okay. So. Okay. Ohne Angst schreiten wir heran. In nomine Patri est et Spiritus Sancti. Das ist nicht ganz richtig, aber ihr wisst, was ich meine. Alex, bist du hier? Lass die Tür auf. Wir haben gesagt, in diesem Haus bleiben die Türen offen. Soll ich wieder rauskommen, oder? Rein. Vielleicht sollten wir mal triggern, oh, dass er die hat. Die hat hier gesungen. Oh, ich glaube, das Parabolmikrofon hat das gerade aufgenommen. Gruselig. Wie ist es eigentlich, wenn ich Tarotkarten ziehe und der Tod kommt? Dann hält ihn tot. Dann Kruzifix auf oder nicht? Nee, da bist du ja instant tot. Okay. Alex! Alex Carey, bist du hier? Schmeiß mal deinen Kruzifix auch nochmal hier zusätzlich hin. Ich schmeiß es erst, wenn er kommt, oder also nicht? Also irgendwo. Nee, das bringt nichts. Du musst jetzt schon hinlegen. Also jetzt hier in die Tür am besten so? Okay. Ja. Vielleicht können wir ein bisschen triggern, dass er kommt. Dann leg ich das mal hier hin. Und dann, dass vielleicht das Kruzifix dann ihn von der Jagd abhängt. Dann haben wir die Aufgabe und dann würde ich die Tarotkarten aktivieren. Okay. Du kannst auch gerne hier, da ich sehe, du willst diese Aufgabe machen, sobald er huntet. Jetzt zünd ich das an und werfe das und dann werfe ich ihm das entgegen, ne? Nee, also du hältst es einfach bei dir, weil so lange hast du 5 Sekunden Zeit, durch ihn durchzugehen und dann macht er dir nichts. Okay. Mit F mache ich das an, ne? Mit F mache ich das an. Genau. Okay. Alex Carey. Hat er gerade da vorne die Tür aufgemacht? Hat er gerade die Tür da vorne aufgemacht? Ich weiß nicht. Ja. Alex Carey. Du kleiner Schlawiner, wo bist du? Schau mal, ich beobachte dich. Ich sehe dich. Alex Carey. Er ist gerade durch mich durchgerannt. Er ist gerade durch mich durchgelaufen. Er ist ziemlich schnell. Er ist schnell. Genau, Alex Carey. Sag das gern ein paar Mal. Alex Carey. Alex Carey. Im Namen des Sohnes, des Vaters und des Heiligen Geistes, Alex Carey. Ich befehle dir, diesen Ort zu verlassen. Hinfort. Ja, er ist schon wieder durch mich durchgerannt. Alex Carey, komm her und mach 1v1. Auf dem Schulhof ohne treten. 1v1. Das 2. Sagst du die ganze Zeit seinen Namen? Ja. Sehr krass, wie die Sanity da runtergeht. Wie viel habe ich noch? 35. Okay, wollen wir tauschen? Ich würde gerne mal überleben. Weil die Kruzifix, die gehen ja gleich an. Okay. Dann versuche ich es nochmal. Alex Carey. Alexos Karyos. Ja, er hat schon ein bisschen reagiert. Alexos Karyandes. Alex! Alex, 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 Alex! Alex, 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 Alexander heißt mein Bruder, aber du heißt Alex Carey. Carry me through the night. I wanna feel your body right on mine. Bist du der Hase, Alex? Wo bist du, Alex? Alex Carey. Alexander? Okay, irgendwie will er nicht. Wir müssen quatschen. Aber Kruzifix wurde auch noch nicht. Ist noch keins irgendwie am Leuchten oder so, gell? Nee, noch nix. Alexandros. Ich komm mal kurz mit rein. Du bleibst da drin. Oh.
Mach das nicht an! Ja! Denk an die Kerzen. Mach dein Licht aus und alles. Er handelt nicht mehr. Ich glaube, das ist... wie er rausrennt! Ja, ich glaube, das war's. Wir machen noch Tarot-Karten-Action. Ja, mach mal. Ich geh mal in den Van, ne? Boah, ich hab 7% Sanity. Der wollte mein Ass. Ich sag's euch. Der ist aber auch juicy. Prost. Ah, kann ich übrigens sehr empfehlen. Mediterraner Pfirsich. Und wie läuft's so? Gut, magst du mal kurz rein? Na klar, ich komm mal dazu. Kleinen Moment. Immer eine Sekunde nur rein und dann wieder raus. Okay. Der handelt die Tür ist auf. Das ist ja interessant. Das hatte ich ja auch noch nie. Witzig. Oh. Okay, der Hanged Man. Oh, was? Was? Nein, warum? Hilfe, Hilfe, ich bin tot, nein! Und so ist sie von uns gegangen. Her twisted mind twisted her neck and now she's dead. Du hättest mehr Nacken trainieren müssen. Also das sieht gar nicht gut aus, mein Nahlagerjutste. Beim nächsten Mal dann, ne? So, ich würde dann jetzt fahren. Hauen Sie. Bis wann, Alex? Bis wann. So, also wir haben ja eingetragen auf jeden Fall, ne? Den schönen Guck mal, Honig. Ob die Tarot-Karten noch funktionieren, weil du kannst mich vielleicht, wenn wir Glück haben, noch wiederbeleben. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen will, wenn ich ehrlich bin. Oh. Was macht der Hermit? Ich kenne nur Kermit, der Frosch. Sei der Baum. Can I get a higher? Es gibt noch eine Karte. Huh. Na gut, okay. Ciao, Alex. Tschüss, Gnu. War schön mit dir. Aber jetzt... Ich muss langsam los, ne? Ist auch schon spät geworden. Ciao. So, die ganze Scheiße brauche ich nicht mehr. Ich hänge das jetzt an den Nagel. Nochmal tue ich mir die Scheiße nicht an. Raus mit euch, dass ich nur nicht wieder auf blöde Ideen komme, das nochmal zu machen. So, und damit der Geist auch nicht mitkommt, machen wir hier noch eine schöne Line Koks zum Abschluss. So, geht nicht. Gut, dann schmeißen wir einfach das Salz auch hier raus. So, wir fahren jetzt nach Hause. Ciao. Warte mal, wer fährt denn überhaupt? Oh, fuck, ich glaube, der Geist fährt.